Willkommen Leute zurück bei Magic the Gathering mit Ulsen am Start. Und wir haben letzte Runde Zendikar, das zweite Kapitel der Kampagne, besiegt und sind jetzt in die neue Welt von Shandala eingetreten, oder treten wir jetzt ein. Und machen wir doch direkt mal, ohne hier lange rumzurallern. Ab geht's! Ramaz described a strange race on the plain of Shandalar. He studied their hive-like habitat and said they had only recently discovered how to use magic. I have no idea what they might know about Ramaz, but a clue is a clue. See what you can dig up. Ja, ich habe auch gerade erst rausgefunden, wie man Magic benutzt. Deswegen passt das ja sehr gut hier. So. Ich guck mal kurz bei den Planeswalker-Duellen. Wir können jetzt sogar, okay, wir können uns mit Chandra Nala duellieren und mit Liliana West, oder wie? Nee, aber wir könnten uns mit Chandra Nala duellieren, das machen wir doch direkt mal nächstes Mal. Wir wollen jetzt erstmal die Kampagne hier anfangen und machen den Gefängnisausbruch. Bruck, Mann. Mein Lesekönnen ist hier immer wieder peinlichst schwach. So, Gefängnisausbruch, bezwinge diese Begegnung. Was ist er hier für ein Kollege? So, wir bleiben natürlich bei unserem Stärke des Jägers Deck. Wir machen das richtig radikal bis zum Ende hin voll. Und er sieht aus, er sieht ein bisschen aus wie so ein Ramazuri. Das gefällt mir gut. Die Ramazuris waren mein erstes richtiges Deck, was ich damals hatte vor... Letztes Mal habe ich gesagt, vor ein paar Folgen habe ich gesagt, 15 Jahren. Also, das Schlimme ist, ich glaube, es ist schon länger her. Es ist fast, naja, 18 Jahre her. Ja, so lange zocke ich schon Magic. Okay, Gefängnisausbruch. Du hast nur 9 Züge, um dem Gefängnis zu entkommen. Was? Sind das hier jetzt nicht mal richtige Games, sondern so Aufgaben? Na gut, probieren wir es doch mal. So, wir haben 4-mal Wald. Wir haben Knüppel, unser guter Freund. Ja, regeneriere den Knüppeltroll. Wir haben die Eichen gestellt wieder, unseren Holzwolfi hier. Unser Holzwolfi macht auch verzaubert eine Kreatur. Die verzauberte Kreatur erhält +3/+3. Richtig schön, die Karte gefällt mir gut. Und wir haben noch die riesige Tauchkätzchen. Ist eine Wasserkatze. Eine Hexerei bis zum Ende des Zuges erhält eine Kreatur deiner Wahl +7/+7 und Trampelschaden. Yay, finden wir gut. Ist eine gute Hand, deswegen starten wir nochmal durch. Und was haben wir denn hier liegen? Verteidiger. Kreaturen mit der Fähigkeit Verteidiger können nicht angreifen. Okay. So. Ja. Okay. So, den Wachposten-Gargoyle. Ach, eine Artefakt-Kreatur. Aber ich hoffe, es gibt auch später so ein Artefakt-Deck. Das mag ich ja gerne. Das mag ich ja gerne, Artefakte. Okay, ein Gargoyle. Ziemlich cool. Auch ein richtig geiles Bild im Hintergrund. Ist ein Verteidiger. Das heißt, er kann nicht angreifen. Und hat für 3 Mana bis zum Ende des Zuges verliert der Wachposten Gargoyle Verteidiger und erhält Flugfähigkeit. Cool. Also, wenn wir 3 Mana bezahlen, kann er auch angreifen. Mal schauen, ob wir das tun werden. Und was haben wir hier noch liegen? Gefängnisstrafe. Verzaubert eine Kreatur. Die verzauberte Kreatur kann nicht angreifen oder blocken. Und ihre aktivierten Fähigkeiten können nicht aktiviert werden. Immer wenn eine Kreatur unter der Kontrolle eines Gegners ins Spiel kommt, kannst du die Gefängnisstrafe an diese Kreatur anlegen. Okay, wir können seine Fähigkeit trotzdem nicht benutzen. Aber wir könnten sie an eine andere Kreatur anlegen. Aber wir haben nur El Trollo. Was ja nicht so cool ist. Mann, wieso habe ich jetzt... Alter, lass mich hier weg. So, ich dachte schon, ich hätte jetzt keinen Mana rausgebracht, die Runde. Ey. Das wäre schon wieder perfekt gewesen. So, er spielt ein weißes Deck. Und wir haben... Ach, wen haben wir denn hier gekriegt? Ach, die ewige Zeugin. Hallo. Vom Friedhof können wir eine Karte zurückbringen. Ja... Die Kacke ist, zu dem Zeitpunkt, wo wir die rausbringen können, haben wir meistens noch gar keine Karte auf dem Friedhof.
Aber, ja. Kann man ja mal machen. So, und der Gegner hat nur 10 Leben, sehe ich gerade. Und wir haben nur irgendwie 6 Züge oder sowas, ne? Zug 2 von 9, okay. Okay, er bringt den heimgesuchten Wächter mit Erzschlag und Verteidiger. Ja, ist eine Artefaktkreatur wieder, Konstrukt. Verteidiger und Erzschlag, das heißt, er kann nicht angreifen, wegen Verteidiger. Hat aber immer den ersten Schlag bei Erzschlag, wie der Name schon sagt. Das heißt, wenn ich ihn jetzt mit einer 2-2er-Kreatur angreifen würde und er mich blockt, dann schlägt er mit seinen 2 Angriff zuerst. Und ich mache noch nichts. Und das heißt, dass er mich töten würde, ich ihn aber nicht. Und seine Karte ist noch: Entziehe dem Opfer das Blut, verkaufe die Leiche und setze die Seele zum Wachdienst ein. Kein Durcheinander, kein Stress, keine Probleme, sagt die Olivia Voldaren. Ja, so mache ich das auch immer hier mit meinen Lakaien. So, der hat zum Glück nur 2-1. Weil es ja noch gerade klar geht. Oh, wir haben El Schleimo. Das gefällt mir ja. Unzerstörbar. So, jetzt wollen wir erstmal gucken, was unzerstörbar heißt. Unzerstörbar, der Schleim. Eine unzerstörbare bleibende Karte kann nicht zerstört werden. Falls der Effekt eines Zauberspruches eine unzerstörbare bleibende Karte zerstören oder noch etwas anderes bewirken würde, hat nur der Teil, der eine bleibende Karte zerstört, keinen Effekt. Okay. Cool, also sie kann wirklich nicht zerstört werden. Sie kann wahrscheinlich nur exiliert werden oder sowas. Ins Exil schicken. Nett. So, jetzt bringen wir erstmal El Schleimo. Ich frage, soll El Schleimo jetzt diese komische Karte hier kriegen? Ach, immer wenn eine Kreatur unter der Kontrolle eines Gegners ins Spiel kommt, kannst du die... Immer wenn eine Kreatur unter der Kontrolle eines Gegners ins Spiel kommt, kannst du die Gefängnisstrafe an diese Kreatur anlegen. Okay, also an die Kreatur eines Gegners kann ich die anlegen. Hätte ich ja gerade machen können. Habe ich nicht gemacht. Doof. Okay, spektrales Gefängnis. Verzaubert eine Kreatur. Die verzauberte Kreatur enttappt nicht während des Enttapp-Segments ihres Beherrschers. Wenn die verzauberte Kreatur das Ziel eines Zauberspruchs wird, opfere das spektrale Gefängnis. Ja. Okay, meine Kreatur, auf die das liegen wird, enttappt nicht mehr. Schön. Und diese komische weiße Karte ist natürlich auch von ihm. Ich bin halt nur verplant hier. Und denke, ich kann die benutzen. Was machen wir jetzt? Ich kann ja mit der noch attacken. Vielleicht mache ich das gleich erstmal, ne? Ja, ich warte jetzt erstmal. Attackiere jetzt mit Schleimo. Und ich hoffe, er blockt mich. Er blockt nicht. Ah, nervig. Und sie ertappt jetzt nicht mehr. Okay. So, jetzt könnten wir noch die ewige Zeugin oder Knüppel bringen. Bringen wir doch erstmal Knüppel. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Okay, jetzt hat er den Kollegen darüber gewandert. Oh. Nerv. Okay, Fesseln des Glaubens. Verzauberung Aura. Verzaubert eine bleibende Karte. Wenn die Fesseln des Glaubens ins Spiel kommen, erhältst du 4 Lebenspunkte dazu. Die aktivierten Fähigkeiten der verzauberten bleibenden Karten können nicht aktiviert werden, außer es sind Mana-Fähigkeiten. Ist die verzauberte bleibende Karte eine Kreatur, kann sie nicht angreifen oder blocken. Okay, das tut er jetzt wieder auf meine 3-3er-Kreatur. Jo. Ja, hallo. Darf ich hier auch mal was machen? Okay, wir kriegen den Lederrücken Baloth. Ziemlich cool, finde ich gut. Bringen wir den noch jetzt mal raus. Und wir haben noch die Eichen gestellt. Die werden wir jetzt erstmal dann auch noch auf ihn draufpacken, denke ich. Oder wir bringen erstmal noch die ewige Zeugin.
Wir können in diesem Spiel sowieso nichts retten, deswegen ist das ganz egal. So, jetzt erstmal gucken, was er nächste Runde macht. Und dann casten wir die Eichengestalt und attackieren. Hoffentlich legt er nichts auf meinen Baloth. Warum hat er sich jetzt überhaupt geheilt? Warum hat er auf einmal 12? Verzaubert eine Kreatur. Die verzauberte Kreatur kann nicht angreifen oder blocken. Und ihre aktivierten Fähigkeiten können nicht aktiviert werden. Nein! Was ein Assi! Also wir haben jetzt aber... Größer machen. Kostet 5. Und Eichengestellt kostet 3. Das heißt, wir machen jetzt erstmal größer machen. Wir können leider nicht beides machen. Wir machen jetzt erstmal größer machen auf die... auf unsere 2-1er-Kreatur hier. Bevor er wieder irgendein Unfug machen kann. Und attackieren damit. Er blockt natürlich, aber ich habe Trampelschaden. Das heißt, wir machen trotzdem Damage. Und seine blöde Kreatur ist tot. So, er hat noch 4 Leben. Das heißt, wenn wir nächste Runde noch einmal attackieren können, haben wir gewonnen. Ansonsten haben wir verloren. Okay, Patrouille der Nachtwache. Erstschlag, Wachsamkeit 2-1. Ist auch ein geiles Bild, ey. Der chillt da ganz gut, ne? Eine Kreatur, Mensch, Soldat. Erstschlag, Wachsamkeit. Die Wojek verteidigen die Gesetze, wir verteidigen die Leute. Okay. Das gefällt mir jetzt natürlich gar nicht. Okay. Jetzt bringen wir erstmal die Eichengestalt. Auf ihm. Auf den ewigen Zeugen. So, und der ewige Zeuge hat jetzt 5-4. Aber kein Trampelschaden, ne? Warum bringt der auch seine bescheuerte Kreatur da raus? Und dann bringen wir jetzt noch den Stab des Wildmagus, auch wenn der uns überhaupt nichts bringt in diesem Spiel. Und jetzt attackieren wir natürlich nochmal. Er wird jetzt blocken. Nein. So. Das heißt, ja, wir machen keinen Damage diese Runde. Und er kann jetzt wieder irgendwas machen. Er hat noch 2 Karten auf der Hand. Hat er was Gutes auf der Hand? Das ist die Frage. Anscheinend nicht. Und das heißt, wenn wir Glück haben, ist das jetzt unser Sieg in dem, im Zug 9 von 9. Okay, hier bringen wir erstmal den Elkalonisch. Den Elkalonischen Geilatz. Und attackieren jetzt mit unserem 5-4er. Wird er durchkommen? Wird der Gegner irgendwas machen? Das ist die Frage hier. Er kommt durch. Und wir haben gewonnen. Ja! Okay, das war ja mal eine verrückte Runde hier. Aber das Deck, was der Gegner gespielt hat, ist echt ganz cool. So ein extrem defensives Deck, nur um die Einheiten zu blockieren. Da kann man ganz schön frustriert werden, glaube ich. Aber ich frage mich, wie man mit dem Deck gewinnen will. Irgendwo muss der Damage machen. Sind da noch 3 Karten drin, die dann so übelst Damage machen oder was? Nach so richtige Monsterengel oder sowas? Ja, auf jeden Fall haben wir einen makellosen Sieg errungen. Das heißt, ohne Damage zu verlieren. Und wir haben eine neue Karte gekriegt. Das lebende Insektennest. Kreatur, Elementarwesen, Insekt. Verursacht Trampelschaden, immer wenn das lebende Insektennest einem Spieler Kampfschaden zufügt. Bringe genauso viele +1/+1 grüne Insekt-Kreatur-Spielensteine ins Spiel. 6/6. Kostet natürlich auch 8 Mana. Okay. Ist aber ganz cool, muss man sagen. So, das war es mal wieder bei Ulsen zockt Magic the Gathering Duels of the Planeswalker. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao. Ulsen out.